Daheim kochen heißt eine neue Serie in den Salzburger Nachrichten. Das Motto, wer austeilt, muss auch einstecken können oder in diesem Fall aufkochen können. SN-Gastrokritiker Peter Gneiger wird daher international renommierte Spitzenköche in deren Zuhause besuchen und ihnen deren Lieblingsspeisen zubereiten. Peter Gneiger wird es jedenfalls versuchen. Zum Auftakt der Serie benutzten wir die private Kuchler-Kuchel des Top-Gastronomen Andreas Döllerer. Er wünschte sich Schwarzbeernocken. Und so lautet dieses Rezept. Die Schwarzbeeren mit Mehl und Milch kräftig verrühren, dabei ungefähr die Hälfte der Beeren zerquetschen, damit der Saft austritt. In der Pfanne ein Esslöffel Butter aufschäumen lassen und kleine Nocken der Schwarzbeermasse darin anbraten. Nach etwa 3 Minuten mit Kristallzucker bestreuen, nochmals einen Esslöffel Butter dazugeben und wenden. Abermals mit Kristallzucker bestreuen und wieder 3 Minuten braten. Zuletzt mit Staubzucker bestreuen. Und schon waren die Nocken fertig und konnten serviert werden. Andreas Döllerer und sein Vater Hermann waren jedenfalls gespannt. Und wie lautet die Bilanz von Peter Gneiger? Erstaunlich gut. Ich habe noch nie in meinem Leben was Süßes gekocht, aus dem einen Grund, weil ich nichts Süßes essen mag, normal. Das war jetzt sehr einfach und es war wirklich irrsinnig gut zum Schmecken. Ich werde es öfter jetzt machen. Beim Essen gehört sonst meine Frau immer das Glück, dass sie meine Desserts essen darf. Das darf sie jetzt nicht mehr. Und sonst war das einfach Luxus, den man mit Geld nicht kaufen kann, wenn man am Döllerer Andi was kochen darf, was vorher nur die Oma kochen dürfen hat. Und vor allem, wenn man an Döllerer Hermann was kochen darf, was vorher nur die Schwiegermutter kochen dürfen hat. Und hat es überhaupt geschmeckt? Naja, ich wollte dem Peter zeigen, wie man ein ganz klassisches Gericht, nämlich Schwarzbeernocken, zubereitet. Ich denke, dass sie so Oma-Gerichte und Anführungsstriche ja ganz, ganz wichtig sind und dass man die auch weiterhin kochen sollte, weil sonst werden die über kurz oder lang verloren gehen und das wäre sehr schade drum. Er hat es super gemacht, ich habe es gegessen, es war also im Prinzip wie es gehört, man merkt einfach, dass Kochen auch ein bisschen Glückssache ist. Wir können gespannt sein, ob es auch weiterhin was zu lachen gibt.